Nun sticke ich die Nase auf die gehäkelte Schnauze. Dafür habe ich einen schwarzen Faden eingefädelt und steche jetzt von hinten mittig durch die weiße Schnauze und ziehe das etwas an und gehe dann von oben links von hinten durch und ziehe den schwarzen Faden auf die rechte Seite. Das mache ich 3 bis 4 Mal, sodass dadurch die Nase zu erkennen ist. So, noch einmal. Jetzt vernähe ich den schwarzen Faden auf der Rückseite und nähe dann die Nase auf das Gesicht des Känguru-Babys.